So, liebe Freunde, wir sind da, ich bin in München. Heute Eröffnung vom SAP Garden. München gegen Buffalo, war wirklich was ganz Besonderes. Aber bevor wir zum eigentlichen SAP Garden heute gehen, machen wir noch einen kleinen Abstecher. Weil aktuell, ich bin ja schon in München, wie man vielleicht erkennen kann. Vielleicht. Das ist nichts Sehenswürdiges hier, aber egal. Ich habe euch die ganze Fahrt mehr erspart. Also ganz ehrlich, ich war nur im Zug, langweilig des Todes. Von daher dachte ich, in München kann ich jetzt anfangen. Und wie ich gerade gesagt habe, wir machen noch mal einen kleinen Abstecher, bevor wir zum eigentlichen SAP-Garten kommen. Wo befinde ich mich wohl? Na, die alte Heimspielstätte. Deswegen, da alles im selben Park liegt, dachte ich mir, wir besuchen das vorher noch mal. Vielleicht kommt man auch rein. Ich glaube es jetzt nicht, aber wir können es mal probieren. Oh. Ja. Es ist auf. Ah ja, das war's mal. Ah, was haben wir hier noch Schönes? Erinnerungen. Wunderschön. Natürlich auch das Eröffnungsspiel. Ui, das ist schon ewig her. Jetzt machen wir uns auf den Weg zur neuen Arena, dem SAP Garden. Ich frage mich nur noch, muss ich das ein bisschen höher halten? So? Ich muss denken an mein Doppelkinn. Naja, vielleicht eher so die Höhe. Ich glaube, die ist gut. Alte Arena. Neue Arena. So, jetzt bin ich aber wirklich auf dem Weg zum SAP Garden. Ich dachte mir nur, komm, ich muss mal auf den Berg hoch, um einfach hier so eine schöne Übersicht zu haben. Und das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Seht ihr wahrscheinlich jetzt mal an dem Bild. Echt top, gefällt mir. Aber ich merke es, ich bin ja jemand, der läuft gerne. Ich bin ja auch vom Bahnhof bis hierher gelaufen. Alles gut. Aber jetzt noch den Berg, ich merke es langsam. Ich merke es wirklich langsam. Ah, was ich nicht alles tue, das ist auf jeden Fall ein Daumen nach oben wert. Ui, war das jetzt komisch. Ich laufe hier nur Slalom, ne? Also, ich war im Olympiapark noch nie so groß unterwegs, aber ist ja Wahnsinn, wirklich. Meine Damen und Herren, der SAP Garden. Mega. Da gehen wir nachher rein. Kriegen wir einen kleinen Sneak Peek? Ich glaube schon. Da sieht man doch was von innen. Können wir gespannt sein. Hinten wird noch die letzten Aufräumarbeiten gemacht, wie es aussieht. Mit Empfang vorbereiten und so weiter. Wir laufen hier nochmal auf den SAP Garden zu. Diesmal von der anderen Seite. Und alles, was ihr sehen könnt, wenn mich nicht alles täuscht, hier sind die Trainingshallen drunter. Das heißt, es ist nicht nur eine schöne Wiese, wo man sich vielleicht mal ausruhen könnte. Hier sind die Trainingshallen drunter. Wie ihr sehen könnt, es ist gerade sehr schlechtes Wetter. Also es regnet gerade ein bisschen. Vorhin war es ein bisschen schlimmer. Ich war jetzt erstmal schön was essen. Kleiner Italiener. Richtig, richtig lecker. Ey, da müsst ihr hingehen. Das ist der Wahnsinn. Nette Leute, richtig leckeres Essen. Ey, geht da mal hin. Ich habe euch bestimmt jetzt was eingeblendet. Und jetzt gehen wir mal zurück zum SAP Garden. Wir schauen mal, wie der aktuelle Stand ist. Vorhin, als ich los bin, also als ich hier essen gegangen bin, war schon ein bisschen was los. Also es waren ein paar Leute da. Mal gucken, wie es jetzt aussieht, gerade wegen dem schlechten Wetter. Es sind ja auch noch die Wiesen, da sind auch noch viele, habe ich schon gelesen. Na, wer fährt denn jetzt da hinten in die Katakomben rein? Ist es denn der EHC? Zumindest der Bus. Zumindest der Bus. Können wir noch ein bisschen näher reinkommen? So nämlich. Okay, und wieder ein Rückwärtsgang in den Berg. So viel dazu. Also hundertprozentig ist so eine Sache, aber ich bin mir sehr sicher, dass da Buffalo kommt. Ja, das war doch der Bus aus der Story. Und da vorne steht auch was drauf, da ist auf dem Schild. Ja, da ist auch das Logo drauf. Safe. Ich will es nicht beschwören, aber als der Bus jetzt vorbeigefahren ist, die Sitze sahen eher leer aus. Sind sie schon da? Oder war das ein Fake-Bus? Und rückwärts wieder raus. Die haben wohl keinen Bock. Na gut, der andere Bus steht auch noch draußen. Was ein Wetter. Aber Red Bull macht auch schon mal gut Werbung. So Gratisdosen wären jetzt auch ganz cool. Kleiner Bullshop. Ich würde sagen, da gehen wir rein und holen uns mal einen Schal, wa? Ja,
Der wird's werden. Und jetzt suchen wir unseren Platz 115. Da müssen wir rein. Schick. Das hat was. Man sehe und staune. So, Reihe 7. Platz 3. Das ist top. Wahnsinn. War schön direkt neben der Medienabteilung. Wichtige Interviews. Uli Hoeneß. Wir alle brauchen eine neue Heimat. Aber nicht nur unsere Arena ist neu, sondern auch ich, euer Schadensprecher, wir wollen mich nicht mit euch. Es freut mich unglaublich, schön hier zu sein. So. Das schreit ja gleich nach einer Lichtshow anscheinend. Wir sind nämlich überall drin. Können wir auf jeden Fall gespannt sein. Weil muss man sich mal reinziehen. Da Werbebande, da unten LED-Werbebande an einem Eis direkt. Ein gigantischer Würfel, der ist so riesig. Da kommt auf dem Video gar nicht so rüber. Der ist so riesig groß. Halleluja. Schau einer den an. Nicht schlecht. So, jetzt wollen wir als Protagonisten des Arbeitsplatzes einsetzen. Hier sind die Waffen. Ja!
Meter 24, Schirlepe. Die 27. Thank you.
Servus, Leute. Das ist eine unglaubliche Zeit heute. Hat immer Spaß gemacht. Für den Verein gestanden ist wie eine Eins. Danke, Stefan Schneider. Vielleicht ist es tatsächlich passiert. Unser Münchner Junge hat getroffen, das Münchner Kinder. Tor für die Nummer 77, JJ Peterka. Der Spielstand ist in der Zeit von 15 mit 0. Buffalo Sabres 5. Thank you.
Oh, hallo. Hi, wie ihr sehen könnt, ich bin zurück im Büro und jetzt fragt euch wahrscheinlich, warum ist das so ein abgehacktes Ende? Warum sieht man nichts vom Finish vom Spiel? Weil da wurde ja auch noch gut zusammen gefeiert. Naja, das hat folgenden Grund. Und zwar, mein Handy-Akku ist richtig, richtig schnell leer gegangen. Das kannte ich so von meinen anderen Vlogs überhaupt nicht. Und auch meine Powerbank war schon leer. Da war ich sehr überrascht vor Ort und dementsprechend gegen Ende hin auch, nennen wir es mal so ein kleines bisschen genervt. Denn es stand halt noch ein bisschen was an. Das war ein Riesenproblem. Weil, was habe ich zum Beispiel verpasst? Naja, ich habe das Spielende verpasst. Ich habe es verpasst, mich mit den Kollegen von Bully, der Eishockey-Podcast, zu treffen. Weil ich musste dann auch auf Flugzeugmodus gehen. Warum muss ich auf Flugzeugmodus gehen? Naja, ich habe zumindest so einen Rest-Akku gebraucht, um meinen Rucksack aus einem Schließfach rauszuholen, den ich nur online freischalten konnte. Und dann kommt noch hinzu, mein Zug ist ja dann auch noch irgendwann gefahren. Was da jetzt aber auch noch folgt, ist der Fakt, als ich dann wirklich beim Bahnhof war, habe ich dann die DB-App aktualisiert, beziehungsweise dann auch erst an dem Schild gesehen, hey, mein Zug hat eine Stunde Verspätung. Also den ganzen Stress umsonst. Ich hätte wirklich bis zum Schluss aufnehmen können. Handy stirbt, okay. Hätte dann vielleicht nochmal zwischenzeitlich irgendwo laden können, bei McDonald's oder wo auch immer oder in der Halle selber, hätte ich vielleicht mal fragen können, mal so ein paar Prozent zumindest. Alles gut. Aber diese ganze Kombination war richtig, richtig Mist. Ich habe mich auch dazu verleiten lassen, muss ich zugeben, auf dem Heimweg habe ich dann auch schon ein Fazit für dieses Video geschrieben. Weil am Ende von dem Vlog sage ich immer mein Fazit, mache ich ja jetzt gerade. Und habe getippt und getippt und getippt und getippt. Am nächsten Tag habe ich mir das mal durchgelesen und habe gemerkt, das war echt komplett emotional aufgeladen. Das konnte ich so auf keinen Fall veröffentlichen. Das geht absolut gar nicht, was ich da geschrieben habe. Deswegen versuche ich es jetzt ein bisschen kürzer zu halten. Und ich muss einfach sagen, gerade dadurch, dass ich wirklich da sehr gut genervt war gegen Ende und das ganze Emotionale und so weiter. Ich muss noch mal hin, um mir ein genaueres Bild zu machen. Deswegen halte ich das Fazit jetzt mal ein bisschen kürzer und mache das so stichpunktartig. Also, was hat mir gefallen? Natürlich die Arena an sich. Die Arena ist optisch von außen wirklich ein absolutes Schmuckstück und ist genau so, wie ich es mir von den Videos und Fotos, die man vorher kannte, erhofft habe. Auch das Innere in den Umläufen zum Beispiel. Es gab mehrere Shops, es gab verschiedene Verpflegungsarten, also wirklich auch verschiedene Speisen. Komplett durcheinander, da können wir gerne mal schreiben, ob das damals in der Eishalle auch so war. Also in der Olympiahalle. Es gab auch mehrere Shops. Ihr habt im Video gesehen, ich war in einem kleineren, aber es gibt noch mal wirklich einen deutlich, deutlich größeren. Ich glaube, der war im ersten OG, bin ich mir nicht ganz sicher, kann aber sein. War ich leider nicht da, habe ich leider ein bisschen verreiht, da hinzugehen, genauso wie ich es verreiht habe, wirklich auch mal in diesen Gaming Room. Ist das ein Gaming Room oder Streaming Room? Aber man kann beides da machen. Man kann da streamen, man kann da zocken, man kann da einfach auch beim Zocken zugucken. Da gibt es ganz viele Standpunkte da. Mega geil. Aber bin ich ja leider auch nicht hingegangen. Frag mich nicht warum. Hatte ich einfach nicht mehr auf dem Schirm, weil ich wahrscheinlich so vom Inneren geflasht war. Denn das Innere ist richtig schön gestaltet. Auch dieser LED-Würfel in der Mitte, der kommt auf dem Video gar nicht so rüber, aber der ist in echt so riesig. Auch hat man noch diese LED-Umlauf oberhalb zwischen den zwei unterschiedlichen Emporen. Mega geil. Und auch unten die Bande von der Eishockeyfläche ist auch alles LED-Screens. Richtig, richtig geil. Was mich halt so ein bisschen, nennen wir es mal, enttäuscht hat, oder ich habe zumindest mehr erwartet, war einfach vom Ticketpreis. Ihr habt gesehen, wo ich gesessen habe. Ich habe für die Karte 189 Euro bezahlt. 189 Euro. Und ja, die Show war gut. Also war schön gemacht, ja. Auch mit dem, was man da an Möglichkeiten hatte, mit auch Projektionen auf der Eisfläche und so weiter und dass man halt ein NHL-Team da hatte. Trotzdem habe ich mir, ich weiß nicht, ich kann nicht genau erklären, was mir gefehlt hat, aber irgendwas, weiß nicht, irgendwas musste noch sein. Also das Maskottchen hat da gut Stimmung gemacht, ja, das war ja auch das Maskottchen von Buffalo dabei, wunderbar. Aber irgendwas hat mir gefehlt, also gerade auch für den Preis. Auch wenn es eine Neueröffnung war mit einer wunderschönen Halle und ein NHL-Team da war, irgendwas musste noch sein. Also für den Preis, was richtig geil ist, ist auch die Anlage. Wie gesagt, das kann so ein Handy oder eine Kamera gar nicht so einfangen. Die Anlage war richtig schön und satt. Mega geil. Auch was sie da mit diesen Lichtbändern gemacht haben, haben sie sich was einfallen lassen? Ja, will ich gar nichts gegen sagen. Trotzdem für das komplette, wie gesagt, ich muss es immer mit dem Preis vergleichen. So für das komplette Rundum fehlt mir was.
So viel kann man festhalten. Was man auf jeden Fall auch festhalten kann, ich muss nochmal hin zu einem normalen Ligaspiel. Einfach mal die Atmosphäre aufgreifen, wenn es wirklich auch um etwas geht. Dann machen wir uns nichts vor, das weiß auch jeder. Es war einfach nur ein Showmatch. Da ging es um nichts, außer vielleicht um zu zeigen, okay, die DEL ist vielleicht auch gar nicht so schlecht gegenüber der NHL. Ja, sah in den letzten Jahren ja nie ganz so gut aus. Bei der Veranstaltung auch nicht wirklich mit einem 5-0. Naja, aber dennoch habe ich die Hoffnung, dass es dann bei einem anständigen Ligaspiel richtig, richtig gut wird. Dann ist es auch preislich angemessen, denke ich. Und dann macht es auch richtig Spaß. Dann bin ich auch noch mal ein bisschen mehr vorbereitet. Ich nehme mir deutlich mehr Zeit. Ich fahre nicht mehr mit der Bahn, weil jetzt muss ich einfach mal was sagen und das nervt mich übel hart. Ich fahre sehr selten Deutsche Bahn, weil muss ich nicht jobbedingt und so weiter. Ich muss eigentlich fast gar nicht Zug fahren, wenn überhaupt. Und jetzt dachte ich mir, komm, fährst du mal mit dem Zug. Hinfahrt, der erste Zug, Stunde Verspätung. Anschlusszüge nicht gekriegt, alles blöd. Ist noch okay, dachte ich mir, es ist gutes Wetter, es ist nur die Hinfahrt, ich bin extra früh los, okay. Und dann Rückfahrt, habe ich ja auch schon erzählt, direkt der erste Zug, Stunde Verspätung, es gab keine Alternative. Ich habe ja nichts gegen länger wach bleiben, alles gut. Meine Videos mache ich ja auch immer bis sehr spät in die Nacht und so weiter. Hauptsache, ich kann irgendwas erstellen. Aber ich war an dem Tag auch, ich war 8 Uhr morgens wieder zu Hause. Ich war 6 an, oder? Warte mal, jetzt muss ich kurz überlegen, doch, ich glaube, ich war 26 Stunden wach. Ich konnte einfach nicht mehr. Ich bin ins Bett, habe zwar nur 4 Stunden geschlafen, habe mich dann noch ein bisschen über den Tag gerettet und dann ganz früh ins Bett. Aber absolute Katastrophe. Ich werde das nächste Mal mit dem Auto fahren, habe Zeit, bin vorbereitet, alles gut. Deswegen, das nächste Ligaspiel wird deutlich besser und dann kann ich noch viel mehr aufnehmen. Wenn ich auch noch eher da bin, kann ich auch die ganzen extra Räume abchecken und den großen Shop und so weiter und so fort. Dann wird das deutlich besser ablaufen. Trotzdem hoffe ich, dass die ganzen Eindrücke hier euch gefallen haben. Jetzt konntet ihr ein bisschen was mitnehmen, auch NHL gegen DEL wieder. Dann scheut euch nicht, den Kanal hier zu abonnieren und auch das Video zu liken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao.